Filtern mit Datenschnitten. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich habe hier eine Liste, wann ich wo was gemacht habe, und ich habe hier bereits zwei sogenannte Datenschnitte. Ich kann zum Beispiel hier nach Ash filtern oder dann nach Baldeck filtern oder nach Luzern filtern oder ich kann auch doppelt filtern. Was habe ich in Luzern gemacht? Luzern Kurse oder Luzern Support oder dann hier die Filter auch wieder löschen. Natürlich ginge das auch wie gehabt, hier unter Ort zum Beispiel, alles abwählen und dann Ash wieder wählen. Okay, dann sehe ich auch, was ich in Ash gemacht habe. Das ist praktisch für gelegentliche Filter, aber wenn ich immer mal wieder dieselben Filter gebrauche, dann ist das natürlich viel praktischer und ja, auch schöner. Legen wir los. Wenn ich mit Datenschnitten arbeite, dann muss die Tabelle zuerst als intelligente Tabelle formatiert werden. Ich stelle den Cursor irgendwo in die Tabelle, gehe zu als Tabelle formatieren oder dann Ctrl-T. Ich wähle hier irgendein Design aus. Hat die Tabelle Überschriften? Jawohl. Okay. Hier unter Tabellenentwurf kann ich nun einen Datenschnitt einfügen. Es erscheinen die Spaltenüberschriften hier in Zeilen. Ich wähle hier Ort. Okay. Der Datenschnitt erscheint sofort. Es hat hier noch mehr Zeilen. Ich ziehe das ein bisschen in die Länge und wieder ein bisschen zurück. Ich möchte noch einen zweiten Datenschnitt zum Thema Arbeit. Also stelle ich wieder den Cursor in die Tabelle, gehe zu Tabellenentwurf, nochmals Datenschnitt und nun noch das Thema Arbeit. Okay. So. Das hätte ich aber gerne andersfarbig, zum Beispiel rot. Und nun kann ich auch doppelt filtern. Ich klicke mal auf Luzern und bei Luzern auf Support und weiß, wann habe ich in Luzern Support geleistet. Ich lösche diesen Filter wieder und diesen auch und habe wieder das ganze Angebot. Das war's.